herzlich willkommen zurück zu City Skylines mit dem Mass Transit Update, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich musste einen halben Tag warten, über einen halben Tag. Ich musste lange warten, bis alle Mods geupdatet wurden, um mit diesem Update zu funktionieren. Es waren drei, die inkompatibel waren. Einen habe ich komplett rausgeschmissen, und zwar diesen Zebrastreif-Mod, weil der hat mit dem Traffic-Präsidenten geruckelt und alles. 81 Tiles, also dass ich die ganze Karte bebauen kann, hat nicht mehr funktioniert und sowas. Aber ich habe auch einige Sachen rausgeworfen, weil sie obsolet für mich geworden sind sozusagen. Und zwar das Traffic Report Tool brauchen wir nicht mehr. Zumindest erstmal. Das funktioniert auch noch nicht, aber trotzdem. Und zwar, das hier ist das Neue, was es gibt. Ich fange mal hiermit an. Das hier ist der Verkehr momentan. Ich habe überall alle Ampeln neu gesetzt. Das habe ich euch jetzt mal nicht getan. Also überall waren die Ampeln wieder da. Die habe ich alle überall wieder weggemacht. Das habe ich euch jetzt mal erspart. Und zwar gibt es jetzt einen durchschnittlichen Verkehrsfluss, was ich ziemlich cool finde. Und bei mir ist er momentan bei 67%. Und ich finde, das ist besser, als ich erwartet habe, weil ich habe den irgendwo hier erwartet. Aber nee, es geht. Man muss sich nur manchmal so ein paar Stellen angucken, warum es denn da so hängt. Und zum Beispiel hier. Okay. Aus irgendeinem Grund war die Haltestelle zweimal da. Ja, wie gesagt, der Spielstand ist konvertiert worden zum Mass Transit Update. Da ist ein bisschen was bei schief gegangen, das habe ich aber meistens wieder rausbekommen. Und zum Beispiel sowas wie der Overhaul-Mod, Metro Overhaul, funktioniert immer noch. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist. Aber er funktioniert, er arbeitet, man kann damit arbeiten. Ich bin super happy und muss den nicht entfernen. Und ja. Ach, ich kann noch nicht drum herum reden. Monorails! Woo! Ich habe richtig Bock drauf. Monorails und Seilbahn. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Wir haben Monorails. Und zwar, wir haben auch das erste Opfer. Und zwar der Flughafen Express. Mit den Schienen ist irgendwie Kacke. Ich weiß auch nicht. Der Flughafen Express soll offiziell zur ersten Monorail-Strecke werden. Und zwar von hier bis hier. Und ja, wie gesagt, das soll die erste Monorail-Strecke werden und später soll es dann auch noch von hier weitergehen. Aber zuerst müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das hier wegbekommen. Und zwar möchte ich hier am liebsten ein Monorail-Zug System einbauen. Das erfordert jetzt ein bisschen Gefummel von mir hier auf der Seite. Und ich meine das in einer ganz besonderen Art und Weise und nicht auf die Art und Weise, die ihr jetzt vielleicht denkt, ihr Säcke. So. Und zwar, hier drin ist ja eine Linie, hier ist der Flughafen Express, der fliegt raus und zwar komplett. Ersatzlos wird der erstmal gestrichen. So, damit ist er nämlich auch schon weg, damit müssen jetzt gleich auch die Züge verschwinden. Dazu kommt nämlich, dass die Terminals hier rauskommen. Diese beiden hier. Die kommen alle weg. So. Ich habe übrigens auch noch vor, ein zweites Stadion zu bauen, hier. Ich habe noch einiges vor. Gut, das heißt, der ganze Sub hier kommt weg und wir müssen nochmal gucken, dass wir hier gleich die Monorail reinbekommen. Ja, wie gesagt, die Monorail fährt exakt die gleiche Strecke, aber ich habe es mir sozusagen als erstes Opfer der Monorail ausersehnt, weil es sich für Züge irgendwie einfach nicht lohnt. Die Monorail wahrscheinlich 3000 Mal schneller ist und auch dafür gemacht ist eher. So. Weg damit. Ich habe übrigens auch schon eine zweite Monorail installiert. Die sieht ein bisschen was besser aus, finde ich. So, und jetzt müssen wir mal gerade gucken. Dann springt der Zug bis nach da hinten zurück, wenn ich das hier wegmache. Okay. Dann muss man gerade suchen. Da ist der Punkt. Und jetzt wird er hier wahrscheinlich sagen, hey. Ach, komm. So, jetzt hält er nur noch hier, hält hier an. Da muss man jetzt erstmal mit der U-Bahn weiterfahren. Ich denke mal aber, dass das nicht das Problem sein wird. Hier fällt jetzt der letzte Zug gerade raus. Aus diesem alten Terminal, was auch mittlerweile ein bisschen abgegriffelt aussieht. Und da geht es. So, Taxistand kommt weg. Wir müssen ein bisschen was Platz machen hier.
Und jetzt bauen wir das wunderschöne Monorail-Zug-Terminal. War klar, dass das hier nicht reinpasst, oder? Fährt denn hier irgendwas entlang? Nein, hier ist nur die U-Bahn-Station, die mir da gerade leicht Sorgen macht. Ja, das war gerade mein Hals. Magenhals. Ah, okay. Pass auf. Jetzt kommen wir nämlich wieder an die Stellen, wo das Gefummel anfängt. Achso, ja, übrigens noch was, was euch vielleicht schon aufgefallen ist. Straßen haben jetzt Namen. Ist das nicht cool? Und zwar kann man jetzt auch Vorfahrt und alles machen. Und das hier ist jetzt das Traffic Report Tool sozusagen. Das neue. Was ins Spiel eingebaut ist. Ist das nicht cool? Ich finde das cool. So. Am wenigsten gerne würde ich die U-Bahn-Station umbauen. Das ist wirklich so gar nicht gut, wenn ich das machen müsste. Pass auf, das heißt, wir setzen das Ding so weit, wie es geht, nach rechts. Weil die Monorail ist eh erhöht. Die ist sozusagen, da muss ich hier nicht mehr mit dem Gleis nochmal hoch, sondern das ist direkt so. Das sollte nicht das Problem sein. Sind eigentlich auf der Seite Türen dafür? Können die da raus? Das weiß ich gar nicht. So, und zwar, wie man sieht, ist das ein Monorail-System. Und zwar, wie man sieht, hier drunter ist auch eine U-Bahn-Station. Und ja, die würde ich auch gerne anschließen. Nur ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das müssen wir jetzt gerade mal ausprobieren. Das ist nämlich eine Sache, die frage ich mich schon, seitdem ich das Update installiert habe. Aber ich finde das so cool. Du kannst halt von Zug auf Monorail und auf U-Bahn umsteigen. Und das alles in einem vorgefertigten Terminal. Du musst dich da nicht mehr drum kümmern. So, pass auf, wenn das jetzt funktioniert, dann fliegt die U-Bahn raus. Das heißt, ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich den hier oben, der würde da halten. Es ist aber ein drehendes Terminal. Also hier ist eine Endstation drin und ich konnte jetzt hier noch nicht die Größe der Station einstellen. Ich könnte mal versuchen, warte mal, vielleicht funktioniert, vielleicht übernimmt er das, ja, Station längs. So, wenn ich jetzt wieder reingehe, hat er dann... Ja, die Länge ist dann immer noch da. Pass auf, wenn ich jetzt die Station baue... Vielleicht ist dann die U-Bahn auch ganz lang. Ich weiß es nicht. Ja, das sieht gut aus. Ja, das hat funktioniert. Sehr schön. Okay. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen effektiv das hier gerade umgebaut. Sehr schön. Gut, dass dieser kleine Trick funktioniert. Also ich habe ihm halt gesagt, bau lang... In der anderen Station und das hat er jetzt gerade wieder übernommen. So, jetzt müssen wir nur gerade gucken, dass wir da hochkommen. Sehr schön. Und jetzt wieder hier runter. Sehr schön. Und damit können wir jetzt einfach diese beiden Punkte hier auf die Station umlegen. Damit kann ich die U-Bahn-Station löschen. Und zwar in ihrer Gesamtheit. Und damit haben wir das alles in einem Terminal. Ah, oh, ist das schön. Ich mag das neue Modpack so. Übrigens gibt es momentan bei Gamesplanet für 10 Euro anstatt für 12. Das heißt, wenn ihr das was günstiger haben wollt, am besten über meinen Affiliate-Code. So, achso, das hier funktioniert auch noch nicht so ganz. Da muss man noch ein bisschen was drum tricksen, dass er nicht mehr snappt. Das ist leider noch so. So, mal gucken, ob ich den jetzt sogar... Okay, pass auf, wir müssen die Straße hier nochmal wegmachen. Tatsache ist... es reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Komm, ganz knapp da dran vorbei. Ach nee. Das reicht nicht, das reicht nicht. Wollte gerade sagen, das wird doch auch niemals passen. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir erst zusammenbauen. Ne. Ja, genau. Machen wir es so. Ja, ganz genau, Felix. So, pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen es weg. Und zwar lassen wir es jetzt... Nein! Nein! Pass auf. Nein. So. Nach hier. Nach da. Von hier. Ach, leck mich. Es ist... Ein Scheiß. So, pass auf, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich ziehe das jetzt einfach nach unten. Oh. Ey. So wollte ich das aber nicht. Leck mich doch. So, und jetzt runter.
Ort ist bereits belegt. Willst du mich verarschen? Runter. Gefälle zu steil. Heute sind wir aber zickig. So. Komme ich mich das heute noch in der Folge schaffen eigentlich? Weil ich dann auch irgendwann heute noch einen Livestream machen will, eigentlich. Jetzt aber. Okay. Sehr schön. Jetzt können wir uns wieder von hier hinten den Bahnhof, nee, also das Terminal ansteuern. So. Und zwar nach hier erstmal. Und dafür kommen hier wieder zwei Haltestellen. Hallo? Hä? Ach so, die umfahren jetzt, ne? Ja, dachte ich mir. Wo ist jetzt das andere? Umfährt das da? Ah, okay, die sind beide, haben den Bahnhof umfahren. I'm slightly confused. So, das ist der in die Richtung. Und das ist der in die Richtung. So, damit wird jetzt auch hier wieder gehalten. Die Metro hält hier. Und der Zug hält hier in diesem Terminal. Wenn die sehen verdammt gut aus, finde ich. Ja, und hier oben fährt jetzt gleich die Monorail weg. Ja, da stehen schon Leute. Sehr schön. Okay, dann fangen wir an gerade erstmal... Ach komm, ich baue jetzt schnell die Monorail, ich will das jetzt noch schaffen. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger, das sollte ich schaffen, Mensch, rendern. So, und wie man sieht, hier oben sind jetzt zwei Monorail-Terminals, was sehr, sehr cool ist. Was beschwert sich denn jetzt da unten? Warte. Ach so, du kommst nicht wieder zurück. Fahrt nicht auffindbar. Ah ja. Mhm. So. Fahrt nicht auffindbar. Okay, da muss ich gerade die Schienen nochmal neu legen. Vielleicht liegt es einfach nur daran. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, der Port. Es gibt ein paar kleine Fehler. Jetzt funktioniert es, siehst du mal. Nein, bauen. Bauen. So, und was die Straßenbahnen hier machen, habe ich auch noch nicht verstanden. Warum halten die eigentlich nicht direkt davor? Wäre doch viel einfacher. Hey! Halten! Danke. Jetzt. Okay. Schon verdammt viel los hier mit Straßenbahnen. Okay, so jetzt aber. Mann. Ich werde hier immer abgelenkt. Und zwar, wie man sieht, die Monorails. Und es gibt jetzt auch ein neues Systemchen, dass jetzt eigentlich überall Punkte auftauchen müssten. Tun sie aber nicht. Okay, interessant. Die Punkte sind wieder rausgeflogen. Irgendwie will er gar nicht anlocken. Ja, achso. Tauchen die so erst auf? Ja, da sind die Punkte. Das sind diese neuen Verbinder. Damit kann man nämlich jetzt einfach, was ich jetzt hier auch eigentlich ausprobieren möchte. Macht das Sinn hier? Nee. Warte, wir probieren das woanders aus. Auf jeden Fall, obwohl ich könnte hier mal... Obwohl, nee, da ist eine Straße mal drüber. Fährt dann da was? Warte, es ist ja ein Stress hier. Ja, da fährt was drüber. Okay, dann können wir es nicht machen. Man kann jetzt auch Straßen bauen, wo die Monorail direkt drüber ist. Das heißt, es ist alles tausendmal kompakter. Was ich richtig gut finde. Die haben echt viel wieder am Spiel gedreht. So... Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo wir die hier lang bauen. Wir schneiden uns ja hier so ein bisschen was
durch die wilde Prärie und ran an die Promenade. Cool wäre, wenn man es auf der Promme bauen könnte, also wirklich drauf. So, sehr schön. So, und wie man sieht, jetzt saugt sich hier so ein bisschen was an diese, an die Promme ran. Ja, es sieht deutlich besser aus, auch finde ich. Warte, jetzt muss ich mal gerade auf No Collision schalten. Ah, das funktioniert noch nicht dafür. Hups. Wir können es aber anders machen. No Pillar! Hä? Okay, No Pillar funktioniert auch noch nicht dafür. Okay, dann würde ich das mal gerne gerade verschieben. Oh, der hätte es auch noch fast gepasst. Wie wäre es, wenn wir es einfach wegmachen? Oder nach hier drinnen? Nee. Mach es einfach mal weg. Und dann kommt da was Kleineres hin. So, warte mal. Sieht doch auch schön aus. Wer braucht denn auch schon Garten, Alter? So. Okay, jetzt einmal hier raus. Und jetzt müssen wir vor allen Dingen hoch. Vor allen Dingen, weil aus irgendeinem Grund die Kreuzschiffe hier... Ach, warte mal, wir können schon was früher hoch. Damit. Ach, wie viel flexibler die Monorails einfach sind. Also halt vom... Einfach hoch, runter, irgendwas, weil sie halt immer oben sind. Reicht das? So, höher, 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 höher. Ja, das muss reichen. So, höher als 24 Meter kommen die Dinger auch gar nicht. So, und wir müssen natürlich jetzt wieder nach hier. Mal gerade gucken, wo wir die denn hier ansetzen. Am besten hier. Und wie man sieht, die Straßen helfen einem jetzt auch ein bisschen, wie das in SimCity war. Aber nicht so brutal. Sondern es ist halt angenehm gemacht, finde ich auch. Warte mal, jetzt müssen wir hier mal einen ganz kräftigen Winkel einbauen, damit wir hier... Oh, ja, ja! Ja, oh, sehr schön. Mal runter. Auf die normale Standardhöhe. Jetzt müssen wir gerade gucken, dass der Strom weiterhin fließt. Da frage ich mich, warum hier noch Stromleitungen sind. Oh Gott, wir sind schon bei einer viel zu langen Folge. Egal, wir haben es doch. So, da Strom, da Strom, da Strom. Ich will hier keinen reinsetzen. Und jetzt fließt der Strom darüber. Ist ein bisschen was schöner. So, dann gerade hier runter. Das ist für eine Monorail einfach viel, viel besser. Oh, jetzt sind wir schon fast am Flughafen vorbei. So, und hier müsste ja auch eine... Da ist eine U-Bahn-Station. Das heißt, wir können hier Monorail-Busknoten. Problem ist, dann müsste ich hier so einen Bastard hinsetzen. Das will ich aber nicht. Wir setzen jetzt hier eine Monorail-Bahnhof hin. So. Einen ganz normalen. Warte mal, ich muss ihn nochmal neu hinsetzen. So, ich hätte ihn gerne was nach drüben geschoben halt. So, da ist er. Und die gibt es auch mit einer Straße drunter. Das heißt, du kannst das auch über der Straße bauen. Das ist super sexy. Macht jetzt hier aber keinen Sinn. So, jetzt müssen wir hier mal gerade durch. Ich habe gesagt, gerade durch.
So, und wie man jetzt hier sieht, sagt er mir, wo ist die Gerade aus der da vorne, ne? Also das hier ist die Gerade aus der da vorne. Und dann kann ich das hier perfekt so anschließen, dass es auch gut aussieht. Bams, damit hätten wir es. Schon ein Stückchen, ne? Naja, Monorail halt. Und wie gesagt, ich möchte damit noch mehr Zuglinien ersetzen. Aber wir gucken jetzt erstmal hiermit. Oh, jetzt beschwert sich auch die. Okay, warte, ich mach das gerade. Wie gesagt, ich muss jetzt auch Straßenbahnschienen und alles mal aktualisieren und teilweise neu laden, weil sie einfach nicht mehr erkannt wurden. Das wird jetzt über die nächsten paar Spielstunden noch so sein. Das ist leider einfach so. Da lässt sich auch leider nicht so direkt was dran ändern. Es ist halt einfach, weil es eine konvertierte Karte ist. Sonst müsste ich mal neu anfangen. So, Monorail, wir fangen... Wo habe ich denn gebaut? Hier auf der Seite. Das heißt, wir bauen da dran. Gehen rüber. Bauen hier dran. Bauen wieder hier dran. So, und das hier ist nämlich das neue Interface für die Fahrzeuge. Das zeige ich euch jetzt gleich. Das hier unten ist noch gebuggt. Das wird auch bald geändert. So, und jetzt müssen wir mal gerade sagen, wähle Typen. Und zwar hätte ich gerne nur den neuen. Der sieht nämlich deutlich besser aus. Und jetzt gucken wir mal. Die müssen eigentlich auf beiden Seiten spawnen. Eigentlich. Aber das heißt ja nichts. Oder muss ich noch ein Depot auswählen? Nee, da sind sie. Also, das ist jetzt der dazugemoddete. Der einfach tausendmal besser aussieht. Warte, ich möchte euch gerne... Sekunde. Warte mal. Gameplay. Grafik. So. Das hier sind die Monorails, meine Damen und Herren. Da fehlt nur am Ende ein bisschen was. Schön. Warte mal. Konnte man nicht... Linienlöschwerkzeug. Ach so, damit kann man alle die. Okay. Ich überlege gerade. Mit dieser. Okay. Ich versuche gerade rauszufinden, wie man das machen konnte, dass der auf beiden Seiten. Weil dem fehlt halt jetzt hinten eins von denen. Keine Ahnung warum. Aber, kann sein, dass ich beim Mod was vergessen habe mitzuinstallieren. Aber ist ja erstmal egal. Trotzdem sieht er geil aus. Pass auf, dann aktiviere ich mal gerade. Beide davon. Hallo? Ah. Linien über. Nee. Wähle Typen. Beide. So. Ich brauche aber nicht so viele Fahrzeuge. Das kann man jetzt auch hier einstellen. Ich brauche jetzt. Wie viel haben wir da? Ich brauche aber nur noch 50% der Fahrzeuge. Jetzt müssten die ausgereiht werden. Eigentlich. Ich helfe jetzt aber mal gerade nach und ich hätte gerne noch einen Nomaden. Noch einen normalen. Ja, genau. So, der wird jetzt gleich spawnen. Und wie man sieht, die sind noch ein bisschen lahmarschig. Ich würde sagen, wir boosten die mal ein bisschen. Was wir natürlich können. Und wie man sieht, die sind auf 100 begrenzt. Was ich ein bisschen langsam finde. Und da ist der Monorail-Track. Ich würde sagen, die Dinger dürfen krachen. Hallo? Speichern und anwenden. Achso, Station Track war das. Entschuldigung. Monorail One Way. Metro. Large Highway. Ich suche die ganz normale Monorail. Warte. Es müsste nämlich auch für die funktionieren. One Way. Pedestrian. Ja, komm. Da. Monorail Track. Und Bams. Jetzt müsste der eigentlich richtig Kette geben. Beziehungsweise, warte, bearbeite Fahrzeugtyp. Was darf er denn fahren? 140. 2000 Stundenkilometer. Machen wir mal. Darf 300 fahren. Haben wir hier einen ganz normalen? Ja. Mit 60 bitte übernehmen. Weil Monorails sind in meinem Sinne, finde ich, scheiße schnell. So soll das doch aussehen. Guck dir das mal an. Sehr schön. Geil. Alter, krachen die hier durch die Natur.
Der gibt aber auch Lockstoff, ey. Nee, finde ich gut. Das gehört sich so, finde ich. Monorails sind dafür gemacht, schnell zu fahren. Oh Mann. Ja, dem fehlt vorne das Teil. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der nächsten Folge oder im Livestream kümmere ich mich dann um die Seilbahn, die wir nach hier oben bauen wollen. Das machen wir dann, damit die Busse hier nicht mehr hochfahren müssen. Und ja, das machen wir aber dann. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin erstmal raus. Bis dann. Tschüss. Hier so noch voll sexy. Tschüss.